Ja, hallo, hier ist der Dirk vom Kanal Lieber Wolf für euch, ja. Es geht um Elektroautos beziehungsweise auch um PV-Anlagen. Und zwar das Thema ist Vehicle to Load. Ja, leider gibt es ja, so viel ich weiß, nur den Kia EV6, den IONIQ 6 und 5 und ah, ich glaube noch ein Auto, aber weiß ich jetzt nicht, wo Vehicle to Load möglich ist. Ich verstehe die deutschen Hersteller nicht. VW hat schon vor 3 Jahren gesagt, ja, als sie mit dem ID3 rauskam, ja, Vehicle to Load, das machen wir demnächst auch, ja. Ich verstehe es einfach nicht, wieso dauert das so lange? Wieso geht es bei den Koreanern oder Chinesen, ja, überhaupt kein Problem? Ja, da ist ein Wechselrichter im Auto noch verbaut. Und dann wird dieser Adapter hier, den kennt ihr ja, einfach in die CCS-Steckdose oder in die Typ-2-Steckdose eingesteckt. Und schon kann man einphasig 3 kW, hier seht ihr es beim IONIQ 5, ich mache das mal ein bisschen größer. So, der hat serienmäßig auch Vehicle to Load. Ich nehme mal an, wie gesagt, da ist noch ein kleiner Wechselrichter, der dann aus der Gleichspannung 220 Volt macht, maximal 3,5 Ampere kW abgibt. Und hier, da kann ich meine kleine Kaffeemaschine betreiben oder mal einen Wasserkocher. Also outdoor und campingfähig. Es gibt einen YouTuber, Next Move, den kennt ihr wahrscheinlich auch, der hat es tatsächlich mal versucht und hat mit diesem Wagen eine Phase von seinem Haus versorgt und es hat funktioniert. Warum, ja, gibt es hier in Europa keinen Hersteller, der serienmäßig sowas anbietet? Das ist doch ein Must-have für mich, ja. Viele haben nämlich auch eine PV-Anlage, haben einen größeren Wechselrichter, vielleicht sogar Lithium-Eisenphosphat-Akkus an dieser PV-Anlage. Und im Sommer, wenn ich jetzt zu viel Strom habe und mein 10 Kilowatt oder 20 Kilowatt Akku ist schon voll, dann könnte ich also meinen Wagen schön laden über Tag, ja, mit dem PV-Strom. Und abends, wenn die Sonne weg ist, könnte ich dann, ja, wie gesagt, mein Haus oder zumindest eine Phase von meinem Haus damit versorgen, ja. Das macht doch Sinn, so brauchen wir alle weniger Strom kaufen und sind viel nachhaltiger unterwegs. Ich könnte aber auch im Notfall hier, wenn jetzt ein anderes Elektroauto liegen bleibt, hier einphasig den Strom abgeben über so ein Notladekabel mit so einer Box einphasig einen anderen Elektrowagen, der aus Versehen vielleicht seinen Akku leer gefahren hat, zumindest schon mal etwas Strom geben, dass er bis zur nächsten Ladestation kommt. Es gibt natürlich auch andere Anwendungen, ja. Nehmen wir an, ich habe irgendwo ein großes Grundstück mit einer kleinen Gartenhütte oder was weiß ich, wo aber kein Strom, kein Wasser, nicht ist. Ja, oder ich bin mal auf dem Campingplatz. Also, wenn wir ja CO2-neutral werden wollen, zumindest hier in Europa, dann ist gerade sowas extrem wichtig. Meines Erachtens ist es eine Blamage für deutsche Autohersteller und auch natürlich für die französischen, überhaupt die Europäer, dass die sowas nicht anbieten. Ja, ich zahle auch gern, was weiß ich, 500 € mehr. Ja, wenn ich einen Wagen kaufe, damit ich so eine Funktion zur Verfügung habe. Irgendwo stelle ich mir natürlich auch die Frage hier, es gibt doch viele Technikfreaks, ja? Was? Oh, Nerv. Was passiert denn beim Laden an der Ladesäule? Ich stecke doch den Stecker rein. Schalte die Ladesäule frei und dann findet eine Kommunikation statt.
zwischen dem Fahrzeug und der Ladesäule. Die kommunizieren, wahrscheinlich ist Erde da, ist es freigeschaltet, und irgendwann macht es Klack, hörbar in meinem Auto. Da wird wahrscheinlich ein Relais geschaltet, sodass diese Gleichstrompinne hier und die anderen Pinne quasi aktiv geschaltet sind, sage ich jetzt mal. Ja? Das heißt, ich könnte, wenn ich hier ein Messgerät anlege, dann hier eine Spannung vom Akku messen, wahrscheinlich 400 Volt ungefähr, ja, wenn ich 400 Volt System habe. Und ja, warum gibt es keine Technik-Freaks, ja? Hier sehen wir mal Buchse und Stecker. Ich habe doch hier die beiden Signalleiter PP und PC. Das sind doch eigentlich die wichtigen, ja? Das ist hier dreiphasiger Strom, Null, Erde, drei Phasen. Das ist Wechselspannung, Gleichspannung Plus und Minus. Wenn gibt es nicht irgendeinen pfiffigen Elektroniker, Elektriker, der genau dieses Prozedere, was auch bei einer Ladesäule passiert, oder wenn ich zu Hause einphasig mit Typ 2 lade, dass hier irgendwo eine Freischaltung ausgelöst wird am Fahrzeug, dass diese Pinne hier alle durchgeschaltet sind. Das wäre natürlich interessant, hier dann für Gleichstrom, denn da hätte ich ja im Prinzip, wenn ich hier eine 400 Volt Technik habe, ja, und ich habe eine PV-Anlage und einen Wechselrichter, der eine Eingangsleistung bis 600, 700 Volt hat, dann könnte ich doch rein theoretisch, also das überlege ich mir gerade, hier PV-Kabel dran machen. Ja, also jetzt mal ganz einfach gedacht, gut, da dürfen dann nicht so viel Ampere fließen, vielleicht maximal, sagen wir mal, 10, 15 Ampere, vielleicht kann man das irgendwie auch drosseln oder entsprechend einstellen, dass der Strom aus meinem Akku hier, direkt aus meinem 400 Volt Akku, in den Wechselrichter fließen. Da muss es noch eine technische Lösung geben. Das ist für mich eine Marktlücke, ja. Wie bekomme ich meinen Gleichstrom, ja, aus dem Akku vom Auto in meinen Wechselrichter, der ja auch mit Gleichstrom PV-seitig arbeitet? Oder man macht noch einen Laderegler dazwischen, ja, der erkennt, okay, hier sind 400 Volt und der dann begrenzt es auf, ja, eine Ladespannung von 15 oder 20 Ampere, ja, damit halt nicht so viel Strom fließt und dann braucht man auch nicht so große Kabelquerschnitte. Also an alle Technikfreaks und Bastler und Tüftler und IT-Fachleute, wie kann ich es schaffen, einen Adapter hier zu bauen, ja? Meinetwegen mit einer kleinen technischen Box, wo auch Software drauf ist, beziehungsweise ja, wo ich irgendwas einstellen kann oder eine Box, die automatisch gewisse Abfragen macht, ja, damit meine beiden Gleichstrom-Kontakte hier an meiner CCS-Buchse freigeschaltet werden, dass ich da 400 Volt messen kann und die in meinen Wechselrichter von meiner PV-Anlage schicken kann und damit mein Haus beziehungsweise auch meine Akkus im Haus laden kann. Also das ist doch mal eine Marktlücke. Und wer sowas erfindet und sich ein Patent drauf macht, der kann damit doch bestimmt richtig viel Geld verdienen. So, wer dieses Video sieht und schon mal was gehört hat, wie ist es möglich? Oder gibt es vielleicht schon irgendwelche Adapter, die ich nutzen kann, ja? Ich finde es einfach genial, wenn man die Möglichkeit hat, einen Autoakku dazu zu verwenden, dass man auch den Strom von der PV-Anlage direkt
in den Akku schickt, aber umgekehrt auch nachts oder dunkel, wenn es dunkel ist. Oder vielleicht sogar mal Stromausfall, ja, dass ich den Strom und die Leistung, die in meinem Akku geladen ist vom Auto, für mein Haus verwenden kann. Ja, wer da was zu hat, gerne in die Kommentare schreiben, das interessiert mich brennend. Traurig ist es halt, dass die deutschen Hersteller, auch die Franzosen, irgendwie damit nicht weiterkommen oder vielleicht wollen sie es auch nicht, keine Ahnung. Es spricht ja eigentlich alles dafür und nichts dagegen. Okay, vielen Dank, das war's. Ciao.